Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. In diesem Video geht es um die Dynamik. Vielleicht habt ihr das andere Video zur Kinematik schon angeschaut. Der Unterschied hier ist nun, wir betrachten zwar immer noch die Bewegung, Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke, also die Position eines Körpers im Raum. Jedoch betrachten wir jetzt hier eigentlich die Ursache dafür, also das, was man Kräfte nennt. Nun, wir haben als erste Grundlage, und das ist ganz wichtig, den Trägheitssatz. Und zwar besagt der, dass jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, solange keine äußere Kraft oder keine äußere Kräfte auf ihn wirken. Das könnt ihr euch am besten vorstellen, wenn ihr irgendeinen Gegenstand im Weltall nehmt. Ihr habt da irgendwie einen Asteroiden oder einen Satelliten oder eine Sonde oder irgendwas anderes, dann bewegt die sich gleichförmig immer auf der Bahn, auf der sie war, und da einfach geradeaus ohne irgendeine Änderung mit der gleichen Geschwindigkeit. Möchte ich jetzt diese Sonde abbremsen oder beschleunigen, dann muss ich eine Kraft ausüben auf die Sonde. Das wäre das Triebwerk zünden. Oder möchte ich sie ablenken in eine Richtung, also dass sie ein bisschen nach rechts, nach links, oben, unten, soweit man das überhaupt da beurteilen kann, was das ist, möchte ich sie da ablenken. Auch dann muss ich eine Kraft aus hier auswirken. Wie jetzt diese Kraft mit der Beschleunigung oder Ablenkung zusammenhängt, das ist die Grundgleichung der Newton'schen Mechanik. Und die sagt einfach, F ist gleich M mal A. Die ist ganz wichtig, die braucht ihr fast überall. Und F gleich M mal A, das sagt uns also, je größer die Kraft ist, umso mehr kann ich einen Gegenstand beschleunigen. Oder je größer die Beschleunigung, umso größer muss die Kraft sein, die auf ihn wirkt. Also das ist proportional, direkt proportional. Und was auch noch da ist, natürlich muss die Kraft in die Richtung der gewollten Beschleunigung wirken. Oder wenn ich eine Beschleunigung habe, dann sieht man auch, in welche Richtung die Kraft gewirkt hat. Das heißt, die Richtungen sind auch identisch von Kraft und Beschleunigung. Und das macht man mit diesen Vektoren. Also es sind vektorielle Größen. Wem das noch nicht sagt, das heißt einfach, dass die Richtungen der beiden identisch sein müssen. Daher können wir auch sagen, also dass 1 Newton die Einheit der Kraft nichts anderes ist als 1 Kilogramm mal Meter Sekunde Quadrat. Ist also auch genau so definiert. Die Kraft, die man braucht, um ein Massestück von 1 Kilo auf 1 Meter pro Sekunde, um 1 Meter pro Sekunde Quadrat zu beschleunigen. Man kennt oft auch diese Formel in ihrem Spezialfall, und zwar die Erdanziehungskraft Fg, oder manche sagen da auch, einfach G dazu, kennt ihr als M mal G. Und das ist nichts anderes, als dass G einfach eine ganz spezielle Beschleunigung ist, nämlich die Beschleunigung, mit der ein Körper, den ich fallen lasse, in Richtung Erde beschleunigt wird. 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Das ist also nur ein Spezialfall von dem, was hier drüben steht. Bei Kräften gilt das sogenannte Superpositionsprinzip. Und das sagt nichts anderes aus, als dass sich Kräfte vektoriell addieren lassen. Das heißt, wenn ich eine Gesamtkraft möchte, dann kann ich die einfach als Addition von zwei Kräften aufschreiben. Also F1 plus F2. Vektoriell dargestellt heißt das, ich habe eine Kraft F1 und eine Kraft F2. Ihr könnt euch das vorstellen, als ob hier irgendwie ein Schlitten ist mit zwei Hunden. Der eine rennt in diese Richtung, der andere Schlittenhund rennt in diese Richtung. Beide mit einem Seil an den Schlitten angekettet. Dann ist die Kraft, die diese zwei gemeinsam auf diesen Schlitten auswirken, kann ich dann durch ein Kräfteparallelogramm erhalten, also Kräfteaddition. Ich male einfach das Parallelogramm aus diesen beiden Kräften und zu diesem Schnittpunkt hier drüben. Das ist dann die resultierende Kraft F gesamt. So kann ich Kräfte addieren, wenn es natürlich mehr als zwei Kräfte sind, dann muss ich einfach den nächsten auch noch aneinander. So komme ich also auf die Gesamtkraft, und ihr würdet sehen, der Schlitten würde trotzdem sich nach vorne bewegen, obwohl die Hunde nach oben und teils nach unten ziehen würden. Falls die Kräfte sich gegenseitig aufheben, das heißt, ich habe eine Kraft, die gleich stark, der Betrag der Kraft, also die Länge dieser Pfeile soll gleich sein, F1 und F2,
die Richtung aber genau entgegengesetzt, dann heben die sich gegenseitig einfach auf. Man spricht von einem Kräftegleichgewicht und F gesamt wäre einfach 0. Hat natürlich dann auch keine Richtung, wenn der Betrag schon 0 ist. Nun, das Gleiche, was man noch dazu sagen kann, ist, dass wenn ein Körper auf den anderen Körper eine Kraft auswirkt, also zum Beispiel der Stift fällt runter, weil die Erde eine Kraft auf ihn auswirkt, so wirkt aber auch umgekehrt eine Kraft von dem kleinen Körper auf die große, das nennt man Aktion und Reaktion. Eine Kraft gibt immer eine Gegenkraft. Aktion gleich Reaktion, die Kräfte sind vom Betrag her gleich, von der Richtung entgegengesetzt. Jedoch greifen sie nie im gleichen Punkt an. Also, wenn ich einen Körper K1 habe, einen Körper K2, dann gilt da eine Gravitation, die beiden ziehen sich gegenseitig an. Die zwei Kräfte sind vom Betrag her gleich groß, geht aber genau entgegengesetzt und wirken in zwei unterschiedlichen Punkten. Aktion gleich Reaktion. Nun, vielen Dank, dass ihr hier auf www.renner.de reingeschaut habt. Bleibt uns gewogen und besucht uns auch auf Facebook.